Ja, hi, willkommen. Mein Name ist DaneroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, im letzten Part haben wir die gesuchten Monster getötet und sind wieder zurück zum Seeaffen gegangen. Dort hat Myla festgestellt, dass sie Hunger hat und dass sie noch nie vorher gegessen hat. Und ja, deswegen hat sie zum ersten Mal hier im Gasthaus was gegessen. Ja, und Jude hat noch direkt berichtet, also Alvin berichtet, dass sie Maxwell sein soll, der Herrscher aller Elementargeister. Und er wollte sie auch noch danach fragen. Aber ob er das tut, erfahren wir wahrscheinlich jetzt. Good morning. Good day, Jude. I was just about to share my plans with Alvin. What is it? I'm thinking of returning to Nia Kara. Is that your hometown? More accurately, it's where my shrine is. If I go back, I might be able to resummon the four. So, she really is Maxwell. This is where you come in, Jude. Will you accompany me to Nia Kara? What? It's true that you brought your current situation upon yourself, but I bear some of the blame as well. I'll put in a good word for you with the people of Nia Kara. I'm sure they'll look after you. Wow, you've put a lot of thought into this. Yes. Remember when you told me I seemed unconcerned? I decided to take that to heart. Mila, you don't need to practice your swordplay anymore? No need to concern yourself with my martial abilities. Well, if nothing else, you know how to swing the pointy end. Okay, I'll come with you. Good. You needn't worry. A little more practice wouldn't hurt, though. You think so? Better safe than sorry. Come find me once you're ready to go. Wait, you're coming with us, Alvin? Why not? I've come this far. Hey, Mila? So kann man sich auch einladen. Thanks. Na gut. Also, wer ist abgehauen? Warum? Ja, und schätze mal, haben wir noch ein bisschen Zeit hier. Erstmal die Liliumkugeln wieder. Ich wollte Stahl lernen, genau. Mal das hier aktivieren. Und das hier aktivieren. Folgende Art erlernen: Stahl. Ich weiß aber immer noch nicht, wie das Ding erweitert wird. Ah. So, wer das füllt nicht hier meinen ganzen Fernseher. Okay, was haben wir noch? Erdschutz, Resistenz gegen Erde um 30 KP gewinnen. Kraftpunkte. Ich würde sagen Kraftpunkte. Ach so. Ach, ich kann da direkt. Ist noch besser. Okay, 580 KP hat er jetzt. Jetzt hat er mehr KP. Ich glaube, die meisten jetzt sogar. So, das wollte ich lernen, genau. Muss ich das hier? Das hier, jetzt hat er das schon. Angriff, gut. Und solider Schutz will ich auch noch haben wollen. Aber die müssen wahrscheinlich wieder erst ausgerüstet werden, ne? So. Hey, warum hast du das nicht? Solider Schutz und... Ach, das muss extra hier. Oh, verdammt. Ja, das hat natürlich Priorität, finde ich. Was noch? Hm, solider Schutz und... Ja, das. Gott. Und Stahl. Ich weiß nicht, machen wir auf den Rechner Alux. Ein vorübergehender Anstieg vom P angeweckt. Die Schockwelle kann gefallene Gegner hochhebeln. So, verwundener Arzt. Das sind die einzigen bis jetzt, ne? So, bei ihr ist das ja auch. Okay.
Ach, Strategie. Wollte ich auch noch gucken. Gut. Autoobjekte. Verwendet Objekte basierend auf den Einstellungen für automatische Objekte. Kann man die hier einstellen? Oder wie geht das? Ach, Start, okay. Im Kampf werden Figuren in der Autosteuerung unter bestimmten Umständen einsetzen. Objekte höherer Priorität sollten auf der Liste weiter oben erscheinen. Achte darauf, wie viele Stück von jedem Objekt noch übrig sind. Okay, ein Mitglied des K.O. Oh, cool. Geil. So, 5. So, TP sind unter. Ja, damit ich immer schön neu kaufen kann, würde ich sagen. Das ist ja mal geil gemacht. Das habe ich vermisst. Ein Mitglied ist K.O. Bei 2 würde ich eher machen. Weil bei 1 kann ich noch manuell machen. Weil wenn 2 Mitglieder K.O. ist, dann ist es erst chaotisch. Bei 1 ist nur alles im Griff. Dann könnte ich auch noch so Wiederbelebungszauber einsetzen, wenn ich es irgendwann bekomme. So, Apfelgummi. Erst ab 20%. Und das würde ich gerne ausstellen erstmal. Oh, das ist ja mal geil. Warte mal. Achso, okay. So. Lebensmittelländer, gut. Wahrscheinlich werde ich jetzt halt kochen. Das Essen von Fertiggerichten bringt für bestimmte Anzahl von Kämpfen spezielle Effekte wie KP-Wiederherstellung oder Erfahrungsschübe. Du kannst Gerichte in Läden kaufen und sie jederzeit aus dem Objekt aufrufen. Okay. Boah, was so. Aber die kann ich nur einmal einsetzen. Fuck. Oh, das wollte ich jetzt nicht sagen. Galt um 90%. Machen wir. Im Lebensmittelhändler wurden 25 Erweiterungen. Hä? Ich kann nicht mehr kaufen? Wieso nicht? Das will ich mal gucken. Mal 2. Wieso gibt ein Stück Holz so viel? Sandwichmittel und Puddingkuchen. Auch hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Die waren ja noch billiger, habe ich ja ganz vergessen. Warte mal, ich habe die jetzt gekauft. Essen abwerfen. Dauer 4 Kämpfe. Marmorcurry ist in deinen Magen verschwunden. So, jetzt müsst ihr dann neu kaufen. Ah, dann kann man also nicht mehr. Okay, dann muss ich ja aufpassen, was ich mir hole. Ja, was ich einsetze. Da muss ich auch denken. Egal. So. Jetzt haben wir schon verdammt viel Zeit verschwendet für fast nichts. Und rede mit Alvin und verlasse dann die Stadt. Wo ist denn Alvin? Obwohl, ich kaufe jetzt nur noch ein bisschen ein und dann beenden wir den Part. Weil es jetzt schon verdammt spät und ja, dann kommen immer mehr Sachen und wenn ich jetzt mit ihm rede, dann kommt noch eine Sequenz und noch eine Sequenz und dann komme ich ja gar nicht heute zum Feierabend. So, Rüstungsladen. Spinnennetz. Oh, geil. Ein Lamellenschutz haben wir bekommen. Bonus mal 2. Wofür steht das? Ach so, jetzt verstehe ich. Das sind die Objekte, die man da reintun kann. Fische geben zum Beispiel mehr, oder was? Landkrabbe. Okay. Aber das gilt dann für jeden Laden, oder? So, Lamellschutz. Er ist viel älter, als er aussieht.
Oh, und jetzt kann nicht jeder wieder alles ausrüsten. Der kauft Rüstung aus, ist macht das die elementare magische Verteidigung trotz steigender physischer Wasser. Kann man das noch komplizierter ausdrücken? Okay. Zubehör dann. Materialien schenken, Steine. Ach, die sind hier schon. Okay. Ja, super, davon habe ich jetzt nicht viele. Ja, gut, dann, ich habe viele Fische. Nee, habe ich nicht. Habe ich viele Vögel. Ach, Federn. Vögel. So. Kokuri und faules Eisen. Stahlhandschuhe und Kokiri. Cool. Okay, reicht das mal. Warte noch. Blätter. Dann reicht dann gleich auch jetzt mal fürs Aufleveln. Was haben wir noch? Spinnennetze und was auch immer das ist. Warte, warte, was? Da, Rüstungen. So. Ledermantel, Lamellrüstung. Ich kaufe mir die viel zu. Egal. Einen Ledermantel. Den geben wir Mila. Und ich verkaufe von meinen Sachen am besten nichts. Weil da braucht man das nur irgendwie und dann habe ich es nicht und dann gucke ich blöd. Kann ich irgendwo gucken, was er. Er hat eine Strickmütze. Das ist so ein magisches. Dekoration. Okay. Waffenshop. Guck mal noch im Waffenshop nach. Ein Kokuri. Ein faules Eisen. Das ist mit Sicherheit eine bessere Waffe für Elvin. Ah, da unten sieht man es ja. Kaufen wir die beiden. Hat er jetzt auch schon ausgerüstet? Nee, egal. Das sieht man dann auch, ne? Sehr schön. Das war normalerweise Standard in Rollenspielen, dass man jetzt ausgerüstete Waffen sieht, aber bei so Bit-Spielen war das noch nicht so. Aber egal. So, dann würde ich jetzt mal sagen, wenn jetzt nicht am Speicherpunkt direkt eine Szene kommt, leck mich am. Ready to hit the road? Mila, you said it's north of here? How far? Less than half a day's flight time. If we could fly using Sylph's power. Oh, well, I'm afraid my wings are, you know, non-existent. I hope we can find a place to rest along the way. The map showed a village in that direction, so we should be okay. Either way, we can't just stay here. We must press forward. I know, I know. Good. Das ist ein Skit, das ist mir im Moment vollkommen egal. Ich rüste ihn jetzt mal mit dem faulen Eisen erstmal aus. Lilium Kohl machen wir auch noch im Schnelldurchlauf. Ja, was soll's hier? KP gewinnen und TP gewinnen. Und ganz viele Sachen noch. Ich habe keine Ahnung, was ich hier lerne. Ich dachte, er wäre stärker. Egal. Ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und Titel halten. Söldneranfänger. Cool. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao. Ich habe gerade salutiert. Salutiert zurück.